Hi, ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem Video hier, ein weiteres Unboxing. Diesmal ist es die Loot Gaming Box vom August 2018. Und erstmal, ja, wir haben mittlerweile November, aber es kommt aus den Staaten, Zoll etc. pp. Das dauert ein bisschen länger. Und wer sich wundert, warum ich komplett gleich aussehe wie im letzten Video, ich nehme das gerade in einem Rutsch auf, denn ich war eine Woche auf Seminar und bin jetzt zurückgekommen und habe halt jede Menge cooles Zeug zum Auspacken. Zum einen die Mega Man 11 Collector's Edition, die im letzten Video schon ausgepackt wurde. Und jetzt halt dieses wunderschöne Stück hier. Und das erste, was mir auffällt, ist, es ist kleiner als das letzte. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß auf jeden Fall komplett noch nicht, was drin ist. Ich glaube, das Thema ist Mittelalter, Medieval, also machen wir es auf, würde ich sagen. So, ich greife einfach mal rein und greife mir das T-Shirt. Okay, und gucken wir uns das mal an. Ein Dungeons and Dragons T-Shirt. Also ich habe mit Dungeons and Dragons komplett nichts am Hut. Ich weiß nur, dass es da viele Menschen gibt, die sich lustig anziehen und irgendwelche Würfel werfen. Aber ansonsten kenne ich mich damit nicht aus. Aber das T-Shirt sieht cool aus und ich würde sagen, das ziehe ich jetzt direkt mal an. Okay, man sieht zwar jetzt mit der aktuellen Kameraeinstellung herzlich wenig vom Drachen, aber es passt ganz gut. Es ist sogar ein bisschen groß, aber egal, es sieht ganz nett aus. Also zu Gratis-T-Shirts sage ich nie nein. Gucken wir, was als nächstes hier drin ist. So, ich mache diesmal bei jedem Item die Augen zu, damit der Überraschungseffekt noch größer ist. Diesmal ist es... Was ist das? Ach! Ja, cool, das ist das Item von der Juli-Box, was noch gefehlt hat. Das ist ein Banjo-Kazooie... Wie nennt man das denn nochmal? Ein Nummernschild natürlich. Das Ganze ist zum 20-jährigen Jubiläum von Banjo-Kazooie und das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt Loot Gaming für diese Zeit abonniert habe, denn ich wollte unbedingt auch mal ein cooles Banjo-Kazooie-Item haben und jetzt habe ich's. Also, da ist noch das hier beigelegt. Ich denke mal, das wird irgendwie sein, um das zu befestigen. Aber das ist schick, das macht was her. Das kommt in mein Zimmer. Definitiv. Okay, machen wir weiter. Das ist viereckig. So. Skyrim. Das ist ein Replika von einem Helm, aber es ist ein bisschen klein. Machen wir es auf. Ein Unboxing im Unboxing. Unboxing-ception. Ui. Okay. Ja. Es ist halt ein Helm aus Skyrim, ne? Dovahkiin Helmet-Replika. Ich habe mich lustigerweise vor ein paar Tagen noch über Skyrim unterhalten. Ich habe es halt mal angezockt, aber es sieht auch cool aus, definitiv. Ich denke halt einfach, richtige Skyrim-Fans werden sich jetzt denken, wow! Und ich denke mir so, okay, jetzt dann wahrscheinlich schon das letzte Item, oder? Was ist das? Ein paar Kärtchen, die sind wahrscheinlich nicht relevant. Hier ist noch was drin. Hier ist sogar ziemlich fest, was drin. Jetzt müsste es leer sein. Das ist wirklich cool. Also, wartet, ich zeig's euch sofort. Das ist ein Bild aus dem neuesten God of War-Teil, welches Kratos und seinen Sohn Atreus zeigt. Und das werde ich mir safe einrahmen oder so, einfach auch nur, weil es viel zu schade ist, da irgendwie Nagel reinzuhauen und sich das an die Wand zu hängen. Das ist einfach dafür gemacht, um eingerahmt zu werden und ja, ich finde Kratos generell cool, obwohl ich nicht so der größte God of War Fan bin, aber auch einfach nur, weil ich mich in der Serie nicht gut auskenne, sehr wenig davon gespielt habe, werde ich in Zukunft nachholen, aber das macht schon was her.
Und zu guter Letzt der Collectible Pin von diesem Monat. Diesmal im Medieval Design, beziehungsweise eine Anspielung auf Harry Potter und Gryffindor, obwohl ich gar nicht wirklich weiß, ob das im Mittelalter spielt. Also vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Auf jeden Fall ist das die zweite Loot Gaming Box, die ich hier auf meinem Kanal unboxed habe. Und auch die letzte, denn ich habe eigentlich nur geplant für einen Monat zu abonnieren, aber war dann zu dumm, das Abonnement zu kündigen. Jetzt habe ich noch eine zweite und ich dachte, das wäre zu schade, die einfach so auszupacken. Deswegen haben wir das hier nochmal in einem Unboxing gemacht. Alles in allem finde ich die aber auch stärker als die von letztem Monat. Vielleicht lag es auch dran, weil die von letztem Monat nicht das Item hatte, das ich konkret wollte. Und zwar dieses Banjo-Kazooie Nummernschild hier. Aber generell, ich finde, hier ist einfach mehr bei, was man sich schön ins Zimmer stellen kann. Dieses Bild hier oder diese Helmreplika. Und das T-Shirt finde ich halt auch ganz cool, obwohl es ein bisschen groß ist. Aber ja, alles in allem finde ich die Boxen von Loot Gaming in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie atemberaubend sind, aber für den Preis kann man durchaus Schlechteres kaufen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!